Hallo und ja, ganz herzlich willkommen. Einen schönen guten Morgen. Heute früh durfte ich schon eine erste Videobotschaft an einen Kunden verfassen. Das mache ich immer, wenn ich ein bisschen schreibfaul bin und lieber Videobotschaften mache. Und in dem Zusammenhang habe ich mich zurückgelehnt, bin in mich gegangen und habe ja, feststellen müssen, dass ich jetzt schon seit über 10 Jahren von Ideen beseelt bin, die ja, die auch heute noch an der einen oder anderen Stelle irritierend wirken und außergewöhnlich sind. Und ich überlegte dann, wo war der Anfang dieser Ideen? Und bin ich schon seit 10 Jahren in dem Thema Intrinsify unterwegs. Das war im Herbst 2012, wo ich weiß noch, in Albrechts Firma oben bei einem Führungscafé, wie auch immer es war, saß und der Lars Vollmer dort eine Fußballanalogie brachte. Und das war so die erste Berührung dort. Und im Frühjahr 2013 durfte ich dann beim Future Leadership Camp dabei sein. Und so entwickelt sich eine, ja, eine enge Zusammenarbeit und auch heute noch ein tiefes Gefühl der Verbundenheit mit dem Lars und mit dem Marc Poppenbart. Und an euch beide ganz herzlichen Dank auch nochmal an dieser Stelle für diese Zeit des Zusammenagierens und auch heute noch für eure Ideen und Impulse, die natürlich ganz, ganz wertvoll sind. Aber es gibt drei Ideen, die ich mit euch hier gerne teilen möchte, liebe Zuhörer und Zuseherinnen, die mich seit damals nicht mehr loslassen. Und das ist wie das Fahrradfahren. Einmal gelernt, kann man die leider nicht mehr verlernen. Die erste Idee ist, und die stammt aus der Systemtheorie. Das ist ja ein Faible aus dem Intrinsify-Netzwerk, in diese Systemtheorie, insbesondere nach Luhmann, auch ein bisschen einzutauchen. Das ist so die Idee, dass Organisationen und soziale Systeme aus Kommunikation bestehen. Das ist jetzt in erster Linie mal auch der Gedanke schon leicht irritierend. Wenn man den aber ein bisschen weiter vertieft und weiter spinnt, dann kommt man auf den Schlüssel, dass die Menschen, die in einer Organisation sind, von diesen Mustern institutionalisiert werden. Das bedeutet in dem Schritt, in dem Gedanken, dass wenn ich ein Verhalten beobachte, eines Mitarbeitenden, einer Mitarbeiterin, dann ist dieses Verhalten nicht durch Psyche, durch Mindset, durch Haltung der beteiligten Person geprägt. Zumindest nicht zum überwiegenden Teil, sondern zum überwiegenden Teil geprägt aus den Mustern, aus den Kommunikationen, die in dieser Organisation sind. Ich habe das dann immer genannt, setzt euch die Brille auf, der Mensch ist nicht schuld. Das beschäftigt mich auch heute noch, denn in vielen Diskussionen ist das immer wieder irritierend, wenn ich das anspreche und erzähle und diskutiere. Mal die Brille sich aufzusetzen, der Mensch ist nicht schuld und Probleme und Herausforderungen von Organisationen und von Verhalten von Mitarbeitenden auch mal von der anderen Seite einfach zu betrachten, nämlich von der Seite, dass der Kontext dieses Verhaltens sehr stark prägt. Das ist vom Wording dann leicht gesagt und ich habe ganz viele, die mir in der Diskussion dann folgen und sagen, ja, das ist vom Kontext geprägt, aber hätte der Meier einfach ein offeneres Mindset gehabt, wären wir zu viel besseren Ideen gekommen. Und das ist so der Moment, wo ich hohe Resonanz habe und sage, oh ja, ganz klar, wir müssen da nochmal auf eine andere Art und Weise uns diesem Thema nähern. Also der erste Gedanke, der mich seit 10 Jahren beschäftigt und den ich damals aufgesogen habe und den ich seither nicht mehr abschütteln kann, ist wirklich das Thema ein beobachtetes Verhalten, erstmal nicht dem Menschen zuzuschreiben, nicht dem agilen Mindset zuzuschreiben, sondern der Umgebung, dem Kontext zuzuschreiben und zu gucken, welche Elemente aus diesem Kontext prägen dieses Verhalten. Und das ist so ein Gedanke, den würde ich super gern mit euch teilen. Und vielleicht ist ja der eine von euch oder die eine von euch ja jetzt dabei, sich zu überlegen, oh ja, wenn wir das tun, was passiert denn dort? Wie können wir Dinge anders betrachten? Und diese Betrachtungsweise von Problemen mal auf eine andere Ebene zu stellen. Das halte ich für ein wichtiges Element. Und mir kommt dann eine Geschichte immer wieder hoch, wo einer unserer Professoren damals an der Universität der Bundeswehr ein Bild prägte von wann sind Dinge irritierend. Und er sprach von der Plättchen- und von der Kugel- und Würfelwelt.
Wenn man immer nur eine Seite betrachtet, also von einer Seite auf etwas schaut, dann sieht man nur Kreise, nur Quadrate, nur zweidimensionale Formen. Wenn man jetzt diesen Blickwinkel, diese Perspektive mal verändert, dann kann es sein, dass aus diesen Kreisen einfach Kugeln entstehen, Eier entstehen oder dass dort Quader oder Würfe entstehen. Und alle die, die in der Plättchenwelt sich über Plättchen unterhalten, mal zu irritieren und mal zu überlegen, ob es nicht ein wirksames Element wäre, sich zu drehen und die Perspektive zu wechseln, um dann auch die Möglichkeit haben, die Kugeln und die Würfel zu sehen. Das ist für mich immer so ein Bild, das damals schon auch im Studium kam und was natürlich durch das Thema Intrinsify und die Systemtheorie mich auch weiterhin prägt. Und vielleicht Studium, ich habe Informatik studiert, also nicht Soziologie. Und da gibt es natürlich auch Bereiche, wo man sich um verschiedene Themen, Systeme natürlich auch kümmert. Der zweite Gedanke, den ich mit euch teilen will, und hoffentlich habt ihr ihn schon ganz oft gehört, manchmal ist es eine Wiederholung oder ein wieder Hochholen von Themen. Aber für mich ein ganz wichtiges Element ist das Thema komplex und kompliziert. Diese Unterscheidung zu treffen und zu überlegen, was ist es denn, wenn wir komplizierte Themen haben, also dort, wo schon Wissen, wo es Wissen gibt, wo wir Kausalketten haben, wo wir planen können. Und was ist, wenn wir komplexe Themen haben, dort, wo wir einfach nicht planen können, wo die Überraschungen hoch sind. Und dass beides existiert und dass Herausforderungen und Probleme in Organisationen immer mit Elementen aus beiden Eigenschaften belegt sind. Das war für mich ein ganz wichtiges Element, insbesondere in der Thematik der Agilität, weil Agilität heißt oft, jetzt müssen wir alles agil machen. Und ich sage immer, nein, das ist gar nicht der Fall, weil auch das Agile Manifest sagt, wir bevorzugen in der Situation eher das Flexiblere und als das nicht flexiblere, also im Komplizierten macht es durchaus Sinn, Checklisten, formale Steuerung, Prozesse zu haben. Im Komplexen macht es mehr Sinn, einfach in die Kommunikation zu gehen, in den Austausch zu gehen, Führung entstehen zu lassen. Und beides ist relevant und beides brauchen wir in Organisationen, um wirksam gegenüber dem Markt zu sein. Und das war für mich ein Gedanke, der mich auch seit diesen 10 Jahren nicht mehr loslässt. Und vielleicht zurück zu der Fußball-Analogie. Das Spiel selber, das Spiel an sich ist ein hochkomplexes und der Coach, der draußen steht, muss das Spiel lesen können. Die Spieler müssen ganz flexibel agieren können, damit das Ziel erreicht wird. Wir wollen dieses Spiel gewinnen. Die Linien am Platz, die sind nicht komplex. Die sind hochkompliziert weltweit. Und ich hoffe ja, dass der Elfmeterpunkt in allen Fußballstadien 11 Meter von der Torlinie weg ist. Das ist niedergeschrieben. Da gibt es einen Prozess, eine Anleitung. Da muss man nicht denken, der Elfmeterpunkt wird an diese Stelle gemalt. Und das ist das Zusammenspiel von kompliziert als feste Regeln, feste Bestandteile dort, wo diese wirksam sind und als komplex dort, wo man keine Planung, keine kausalen Zusammenhänge hat, wo Überraschungen jederzeit aufkommen und man die Situation lesen muss und mit dem Lesen der Situation dann angemessen agieren kann und ein angemessenes Werkzeug nutzen kann. Das ist so der zweite Gedanke. Also der erste, der Mensch ist nicht schuld. Organisationen bestehen aus Kommunikation. Der zweite, kompliziert und komplex. Und da vielleicht auch noch ein Gedanke dazu, der mir auch in letzter Zeit wo ich immer wieder reflektiere, das ist das Thema, sich über komplex und kompliziert zu unterhalten, das ist am Anfang ganz wichtig. Und dann geht es aber in Richtung, wie erzeuge ich aus diesem Gedankengang Wirksamkeit, an der Stelle zu verharren, wo ich mich über komplex, kompliziert, VUCA, BANI, sonstiges zu unterhalte, bringt in dem Moment dann kein Mehrwert, keine Wirksamkeit, keine Wertschöpfung, keine Leistung, keine weitere. Das ist ein Thema, das so Erkenntnis generiert. Aber das ist nicht etwas, was Umsetzbarkeit und Wirksamkeit dann hinter generiert. Also das war auch für mich so ein Erkenntnisprozess, dass sich über dieses Thema zu unterhalten super wichtig ist, die Unterscheidung zu machen, ganz, ganz wirksam ist. Aber es dann natürlich gilt, aus dieser Erkenntnis dann Wirksamkeit zu erzeugen, Leistung zu erzeugen. Und der dritte Gedanke, ich weiß es noch, wie Marc im Vortrag auf dem
Future Leadership Camp hielt zum Thema widerständiges Nest. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, was ist das denn? Und das ist so ein Gedanke, der mich seitdem auch nicht mehr loslässt. Also zu irritieren und widerständig zu sein. Und gerade letzte Woche habe ich mir das Buch von Benno Löffler geholt. Vielen Dank. Saugute Zusammenarbeit, glaube ich, heißt das. Vielen Dank für die Gedanken und Ideen, die dort drin stehen. Und dort kam auch der Begriff Widerständigkeit zum Tragen und gerade im Zusammenspiel mit dem Punkt Widerstand. Und diese Begrifflichkeit fand ich auch nochmal für mich extrem erhellend, nämlich Widerständigkeit in dem Blickwinkel zu sehen, dass es ein Ringen um die wirksamere Idee ist, ein Ringen um das wirksamere Werkzeug ist und dass man in Organisationen dieses widerständige Nest braucht, um weiterzukommen, um Leistung zu erzeugen, um sich weiterzuentwickeln, um fit gegenüber dem Markt zu sein. Und dass Widerständigkeit eben kein Widerstand ist, sondern ein Element ist, was wir unbedingt in Organisationen brauchen. Und Widerständigkeit jetzt nicht zu begreifen als, oh, da muss ich gegen diesen Widerstand handeln, opponieren, sondern Widerständigkeit zu verstehen als, das ist ein Rangen um die wirksamere Idee. Ja, das waren sie, die drei Ideen aus 10 Jahren Intrinsify, die mir noch so im Kopf sind, die mich tagtäglich beschäftigen und die ich einfach in diesem Video mal mit euch teilen wollte und hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Gedanke, der mich die letzten Jahre beschäftigt hat, euch auch beschäftigt und sehe natürlich mit großer Freude, dass eine immer größere Community und immer größere Anzahl von Menschen dort in die Future Leadership Akademie gehen, sich dort ausbilden lassen von Marc und Lars und mit diesen Gedanken dann auch zurückkommen in die Organisationen und dort die Möglichkeit haben, einfach wirksam Organisationen echt zu verändern, also echte Wirksamkeit, echte Veränderung zu erzeugen. Und in dem Sinn darf ich mich bei Marc, Lars, Benno nochmal ganz herzlich bedanken für eure Impulse, eure Ideen und das, was auch heute noch natürlich passiert, auch über eure Podcasts, Ideen, Impulse. Ganz, ganz lieben Dank und freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwo das nächste Mal wiedersehen, sei es digital oder real oder in der virtuellen Realität. Bis dann, bedanke mich bei euch. Tschüss.